Guten Morgen, liebe Leute. Was für ein wunderschönes Wetter heute wieder mal ist. Wir haben echt Glück mit diesem Sommer, glaube ich. Ja. Wir haben natürlich einen sehr regnerischen Anfang gehabt. Wenn wir uns erinnern, das vergessen wir ja immer so schnell. Aber jetzt ist es echt toll, echt schön. Perfektes Fahrradfahrwetter. Nur leider, ich kann es nicht nutzen, ich muss in den Keller. Bei mir ist es echt so, ich komme nach Hause, schneide, versuche hier noch irgendwas zu essen zu finden. Ja, ich komme ja auch nicht zum Einkaufen, das ist ja mein Problem. Und dann lege ich mich in eine Badewanne und dann lege ich ins Bett. Ja, und dann stehe ich wieder auf und dann bin ich wieder am Laden. Laden, arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen. Ja, was anderes ist das ja nicht mehr. Ich komme ja nicht mehr vom Fahrradfahren, will ich damit sagen. So kann es nicht lange weitergehen. Aber vielleicht mache ich irgendwann mal auch mal wieder frei oder so, noch eine Woche oder so. Ich muss das mal sehen. Wenn jetzt die Regenperiode, der Monsun, die Monsunzeit anfängt, dann mache ich einfach mal frei. Jetzt sehen wir uns gleich unten im Laden. Kinder, die Straße ist dreckig wie Sau. Ey, ich muss die mal sauer machen. Das ist ja furchtbar, okay. Kann man nur viel Müll auf der Straße rumliegen lassen? Es ist unglaublich. Die geben sich ja richtig Mühe, nicht das unordentlich aussehen zu lassen. Das ist echt schön. Ich finde es furchtbar. Jetzt brauchen wir die Eimer da. Tada! So, während die anderen Läden noch gar nicht offen haben, habe ich jetzt schon die zweite Reparatur am Start. Ist das schwül heute? Also heute kommt bestimmt Regen. Ich schwitze ja schon beim, einfach nur hier beim Existieren schwitze ich ja schon. So, nächste Platte Rad mache ich jetzt. Da braucht es gleich einen neuen Reifen hier hinten noch. Vorbereitet, deswegen ist es recht simpel. Ja, auch das ist geschafft. Haben wir gemacht. Next. Einmal Hinterrad. Tauschen. Felgenband. Next. Antrieb von gestern. Geht los. Thank you.
Hi. Du, es ist gestern kaputt gegangen. Oh mein Kinder, Alter, die Reifen. Heutzutage die Schläuche oder was, das hält alles nicht mehr aus. Ich habe so viel Ausfall in letzter Zeit bei der Hitze. Wo ist denn die Kamera? Mann, jetzt ist die hier. Die steht hinter mir und filmt irgendwo in die Ecke. Das ist furchtbar. So. Creme. Tretlager ist fertig. Tretlager ist drin. Da ist alles fest. Ist alles cool. Es läuft schön. Jetzt müssen wir nur noch die Kette raufziehen. Na, das sag ich dir. Was hast du? Moin, nee, willst du einen Kaffee trinken? Dann würde ich dir einen holen. Also ich habe richtig gut geschlafen. Ich bin halt matsch und müde und kaputt. Und wenn ich mich hinlege, dann ist das gut. Ach Mensch, was gut, du. Ja, du bist ja ein fleißiger Mann. Hast du denn ein Gefäß für mich noch? Oder soll ich Pappbecher holen? Du weißt, das wäre mir nicht recht, aber ich will dich auch nicht bedrängen. Habe ich dich hier vergessen? Oh, das tut mir leid. Das war nicht so gemeint. Ich wollte ja ein paar Übungen machen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Bin ich wohl nicht dazu gekommen. Einen Milchkaffee getrunken. Naja, ein Eiskaffee sogar. Jetzt zu einer Reklamation hier. Das habe ich ja gerade erst gemacht. Jetzt ist es wieder platt. Ich fasse es nicht. Äußerlich nichts zu erkennen. Ich baue aus. Wenn da nichts zu sehen ist, dann kann ich immer nichts machen. Ich bin schon auf dem Gewinder, also es ist die Gabel durch. Du kannst es jetzt mit der Hand festziehen. Das hält aber nicht lange. Das Gewinder auf der Gabel auch schon. Alter Schwede. Also das heißt, das wird also kurz kaputt gehen. Das ist ja schon kaputt. Okay. Das Fahrrad ist verbraucht. Ja, du kannst jetzt so damit fahren noch, du musst halt da vernünftig, der Reifen muss funktionieren, klar. Die Kette sieht auch nicht gesund aus, das siehst du selber. Okay. Das sind so die offensichtlichen Sachen. Okay. Die Kette müsste gespannt werden, mal entrostet werden vielleicht. Ja. Mal ein bisschen Öl bekommen, das wäre auch nicht schlecht. Okay. Ja. Denn der Steuersitz ist eigentlich durch, wenn der so wackelt und auch schon die Lagerschale und das Gewinde so auf der Gabel wackelt, das ist eigentlich Gabeltausch und Steuersitz. So, liebe Leute, Schutzblech ist abgerissen hier bei dem übten Stück. Ne? Einfach ausgerissen. Was macht man da? Was macht Tommy da? Zeig euch. Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Gut, jetzt bauen wir den Winkel hier ab. Und bohren die Nieten aus.
Das sitzt ja hier nicht mehr schön hier oben, ne? Da, die Stelle. Die brauchen wir jetzt nicht mehr nehmen, da brauchen wir jetzt nicht mehr hinbohren. Jetzt setzen wir das Ganze ein bisschen weiter drauf. Nämlich hier hin und bohren hier zwei Löcher rein. Boah, ich schwimme hier auf das Wasser, ey. Ich bin total glänzeschwul. Tja, das wird wahrscheinlich eine Weile halten. Mann, ey, mit was die Leute hier so ankommen, ey. Keine Luft drin, Marathon Plus drauf, aber hier, so aufgepumpt. Hier hoch. Ist gefahren, bis jetzt. Bremse ist jetzt kaputt, das macht sie. Bremsbeläge will sie nicht, ist jetzt zu teuer und Licht hinten ist abgerissen. Das mache ich jetzt. Machen zuerst mal das Licht. Fertig. Licht haben wir. Im Trick ist es ja so einfach. Der sogenannte Filmtrick. Ja, früher hat es die Leute damit verblüfft. So, was ist das? Ist ja auf einmal schon fertig. Wunderbar. Es läuft. Fertig. Schon. Der ist wirklich gut geworden. Bremst. Kann man hier mit einem Finger ziehen, bequem. Geil. Bremsbeläge noch tauschen, dann wird perfekt. Zeigt noch nicht mal was an. Ne, das ist 0, und. So Jungs. Letzter Auftrag für heute. Oben nicht aufregend, vorne die Bremse einstellen, hinten Bremsbelag wechseln. Das ist schnell gemacht. So sagt der Tommy und dauert Stunden. Kennen wir ja alle. Mal zeigen, wie das hier eingestellt ist. Ne? Ich meine, was ist das? So stellt man doch keine Bremse ein. Die geht ja hier, aber die ist irgendwie verballert. Super, fantastisch. Fertig, finito. Das war's. Mensch, da haben wir heute wirklich wenig zu schneiden. Bis auf die eine Stunde, die ich umsonst gefilmt habe, wo ich vergessen habe aufzumachen. Das muss halt weg. Da möchte ich mal sagen, Kabel schließe ich hier noch an, das sehe ich gerade. Hört auch nicht so auf Herbe, mache ich trotzdem. Wie ihr sagt, Kabel sehen, einer hat geschrieben, gibt tatsächlich Fahrradläden, die das auch noch machen. Etwa mir schon klar, natürlich gibt es da noch Fahrradläden, die sowas auch mal nebenbei noch schnell machen. Und mal was zentrieren oder so wie jetzt hier, wenn das Kabel hier raushängt, naja, dann wird es halt reingesteckt. Sieht zwar nicht so aus, als würde das noch funktionieren. Es ist sehr viel Kondenswasser drin, so wie das aussieht. Aber wir schauen mal, vielleicht halt doch. Und da freut sich doch der Kunde. Und manchmal kommt der Kunde ja sogar an, bei der Abholung sagt, ach Mensch, was ich vergessen habe. Das Licht funktioniert nicht.
Und dann kann man eben sagen, das habe ich schon gemacht. Oh, das war nett. Ist ja dann auch schön. Das ist ja auch nett. Denn. So, gucken wir mal. Wunderbar. Schön. Fertig. Was los, ja? Abnahme. Ja, naja, ist so. Wolfgang, musst du sehen, musst du denn immer einen Notarzt rufen, ja, wenn er hier in der Licht wieder völlig verklingelt in dem Ding. So, extrem. Schön, dass er abgesperrt ist, mein Privatparkplatz hier, finde ich gut. Hab da schön eingefriedet, so bleibt das Rad schön heile und wird angemessen präsentiert. Ach, naja, dann wieso bequatschen? Also, das hat er mir gesagt. Ja, steht der Reifen geil. Ja. Ich das ist ja bei mir das komplette Konträr, deswegen kannst du das ja auch nicht nehmen. Du musst du die Mitte von uns beiden wahrscheinlich nehmen. Weil ich bin ja eher so, ich komme aus der Mountainbike-Szene. Und da ist ja dicke Reifen, alles gut, toll. Und in der Stadt sowieso. Also, diese mega dicke Reifen? Naja, also dicken Reifen, ich meine, ich bin ja auch dick. Ne? Also wenn ich da auf so einem Ding fahre und über Kopfsteinpflaster poller mit dem Teil, dann breche ich mir ja alle Treten. Ja, weil ich muss es ja auch, so was muss ich ja aufpumpen, bis, naja, dass der bei mir nicht durchschlägt, das dauert einen Moment. Dann muss ich schon ein bisschen pumpen. So läuft der gut. So, müssen wir nur noch aufpumpen, auf den richtigen Luftdruck, ne? Mhm. Den machen wir mal mit der hinten Pumpe hier. Der braucht was sehen. Ja, habt ihr denn so eine Karte oder so etwas? Also wegen Fahrrädern jetzt? Dann können wir mal gucken, da hier hinten. Guck mal, sind wir nämlich gerade mal bei 4. Ich hab so eine Angst. Einmal habe ich nämlich geschafft, so ein Ding aufzupumpen, bis es explodiert ist. Ja, ja, kann ja eben. Das ist hier leider ein Problem, dass er hier eventuell rausrutscht. 6. Minimum. Minimum ist 6. Bei dem Reifen. Das kann ich nicht dran erinnern. Bei einer dünneren Felge. Ne, wie gesagt, ich glaube, die Felge macht nicht unbedingt, das muss man auch sehen, Felgen sind auch begrenzt vom Luftdruck, weil dann brechen sie gerne mal durch in der Mitte so. Also, wirklich? Die brechen im Felgenbett durch. Das bricht so ein und dann ist eine Hohlkammerfelge und dann bricht das so zusammen und dann platzt der Reifen. Echt und das macht nicht jede Felge mit. Mm-mm. Jetzt habe ich ja Angst, mich draufzusetzen und das Ding plätzt mir unter Marsch, wenn. Kompression. Oh nein! Weiter hoffen wir mal nicht, aber. Eieiei. Ach, weiß. Ach, bitte. Jo. Danke. Wenigstens ist es mir aufgefallen am richtigen Ort. Ja. Schön am Offen. Hm? Schöne Muffen heute. Was ist das für ein Rahmen gewesen? Was habe ich jetzt gesagt? Ja, irgendwas mit B. Ich kann nochmal auf dem Papier nachgucken. Es war anscheinend ein italienisches auf alle Fälle. Es kommt auch aus Italien. Naja, das war's. So, wir sehen uns morgen wieder. Es ist jetzt schon spät. Ich gehe jetzt heiern. 20:57, Mensch, pünktlich Feierabend.
schottendicht. Jetzt geht's los. Schönen Feierabend euch. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.